Sonntag, den 7. Juli, willkommen zum Infoflash. Wir drehen eine Runde, oder besser gesagt 100 Runden, auf dem Plateau de Diesse für das legendäre Solex-Rennen zu bestreiten. Vorher aber noch das. Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihre Fans bis zur letzten Minute vom EM-Viertelfinale zum Träumen gebracht. Wir haben mit Zuschauerinnen und Zuschauern vom Public Viewing zu Grenchen mitgefiebert, geschwitzt und brüllt. Mit Einbeziehen statt Ausschliessen. Der Plussport-Tag zu Macklingen will die Freude und die Vielfalt des Behindertensports zeigen, der sich langsam seinen Platz erobert. Und 1000 Adventisten aus der ganzen Welt sind auf dem Jurabogen zusammengekommen, für die 150 Jahre von ihrer Kirche in der Schweiz zu feiern. Weil die amerikanische Freikirche hat ihre ersten Anhänger außerhalb der USA zu Tamlon gehabt. Viel Regen an diesem Wochenende und vor allem grosse Aufregung bei den Fußballbegeisterten. Am Samstagabend vor dieser Bar zu Grenchen sind alle Augen auf das Viertelfinalspiel zwischen der Schweiz und England gerichtet. Hoffnung, Frust, aber kein Goal am Ende der ersten Halbzeit. Bis jetzt dünkt es mit der Schweiz, als ein bisschen die Engländer anpasst. Ist nicht so optimal gelaufen bisher, aber wenn die Schweiz vor das Goal gekommen ist, hat es bisher nicht schlecht ausgesehen. Es ist eigentlich noch spannend, kein Ausgleichen. Sicher schwieriger als vorher mit Italien halt, aber ja. Sie machen es gut. Sie sind auf einem guten Weg. Die Schweiz wird auf jeden Fall gewinnen. Die Nationalmannschaft scheint auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein. Jetzt gibt es das erste Goal. Aber die Engländer gleichen 5 Minuten später aus. Die Spannung steigt wieder bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und in der Nachspielzeit liegen die Nerven blank. Und dann kommt die Ernüchterung im Penalty-Schiessen. England gewinnt gegen die Schweiz. Aber hören wir uns die Prognose der Zuschauerinnen und Zuschauer nach der ersten Halbzeit an. Meine Prognose ist 2-1 für die Schweiz. 1-0 mindestens. Was heisst noch für die Schweiz? 2-0 hoffentlich. Oder mehr. Netter Versuch. Die nächste Prognose könnte die richtige sein. Aber dann ohne die Schweiz. Sie ist aus der EM 2024 ausgeschieden. Der Plussporttag, ein Tag, wo rund 2000 Personen auf Macklingen pilgern. Es ist ein Tag für Leute, die trotz Beeinträchtigung Freude am Sport machen haben. Schon zum 63. Mal findet er dort in Macklingen statt. Und Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Spass. Was schlussendlich auch das Ziel ist. Der ganze Sportanlass ist einfach super. Der muss einfach immer bleiben. Schön. Ja. Es ist ein angenehmes Wetter, aber es ist auch kalt. Ja, sehr gut, ja. Und ja, ich werde mein Bestes geben. Es ist auch ein Tag, wo die Sportlerinnen und Sportler viele verschiedene Sachen ausprobieren können. Während der Jahr sind da immer mehr Verbände dazugekommen, die an diesem Tag zeigen, dass trotz Beeinträchtigungen eben gleich viele Sportarten möglich sind. Was dem CEO Christoph Bär sehr wichtig ist. Ja, ich glaube, der heutige Tag zeigt, dass es letztlich darum geht, wir sind Teil eines Sportsystems, eines grossen Sportsystems, das sehr vielfältig, sehr divers ist. Und der Plussporttag, das ist ein Tag, wo Sport getrieben wird, dass wir auch weiterhin im Zentrum stehen. Es geht darum, dass man wirklich Sport treiben kann, dass man kann kompetitiv auch Sport treiben kann, partizipativ Sport treiben, aber dass man auch die ganze Vielfältigkeit von diesem Sport zeigen kann, in Zusammenarbeit auch mit den Regelsportverbänden. Um Inklusion geht es auch in der Politik. Für die Inklusionsinitiative, die eine rechtliche und tatsächliche Gleichstellung in allen Lebensbereichen fordert, sind über 100'000 Unterschriften zusammengekommen. Und die werden dann am 5. September auf dem Bundesplatz übergeben. Andrea Zried, Nationalrätin aus Macklingen, freut es. Das ist auch wichtig. Die hat eine Chance, die hat ganz viele Chancen, weil ich glaube, es das Gefühl kommt, mit viel weniger Berührungsängste. Und jetzt geht es um die Umsetzung, nicht nur davon reden, sondern es eben auch machen. Und da braucht es halt auch, der Staat muss mitfinanzieren. Und das ist auch die Pflicht vom Staat. Unsere Gesellschaft braucht alle Menschen, egal wie sie daherkommen. Nächstes Jahr gibt es den Plussporttag in einer anderen Form. Und zwar gehen Sportlerinnen und Sportler von Plussport im Juni 2025 als eidgenössische Turnfest zu Lausanne. Und sorgen somit, dass all die Leute nicht allein Sport machen, sondern eben die ganze Schweiz miteinander.
Es wird zusammen gebetet, gesungen und gefeiert. Vor 150 Jahren ist der Glaube der Siebten-Tags-Adventisten der USA in die Schweiz gekommen. Das ist ein Freikirche, wo über 20 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt hat. In der Schweiz sind es fast 5'000. Und im Jurabogen ist der Grundstein für die Verbreitung innerhalb von Europa gelegt worden. Auch nach 150 Jahren hat sich die Mission der Freikirche nicht verändert, wie der Präsident weiss, der für die Feierlichkeiten extra aus den USA angereist ist. The world is changing, yes. Die Welt hat sich verändert, ja, in diesen 150 Jahren. Aber die gleiche schöne Mission ist da, im Namen von Jesus in die Welt rauszugehen und den Leuten zu helfen, auf jede mögliche Art. In every way possible. Vor allem Tramlo ist ein wichtiger Ort für die Siebten-Tags-Adventisten. Hier ist nämlich Ende 19. Jahrhundert die erste Kirche in Europa von dieser Glaubensrichtung entstanden. Die Religion hat in all dieser Zeit auch eine wichtige Rolle für die Gemeinde gespielt. Und um diese Bindung zu stärken, wird zu diesem Anlass ein Apfelbaum gepflanzt. Sie ist ziemlich repräsentativ für die reformierten Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Sie hat schlussendlich das Dorfleben belebt. Es hat viele Kapellen gehabt und wegen dem hat man mit dem Finger auf Tramelan gezeigt. Heute reden die verschiedenen Kirchen miteinander. Es ist ein echtes Zusammenleben und ein echter Austausch zwischen diesen Gemeinschaften. Ein vrai partage entre ces communautés. Tramelan, eine Gemeinde, die viele verschiedene Glaubensrichtungen beheimatet. Nach Benjamin Galmont, der über die ersten Adventisten zu Tramelan geforscht hat, hängt das mit dem damaligen Pfarrer zusammen. Für ihn ist die Diversität dieser Sekten, wie man heute sagt, das ist für ihn das Zeichen von einem lebendigen Protestantismus. Nicht alle seine Kollegen und Historiker haben seine Auffassung geteilt. Ich glaube, die Adventisten waren unter den Ersten. Nachher sind die Baptisten gekommen, die Heilsarmee. Dank dem, dass er offen war und toleranter, haben sich auch die anderen niederlassen. Aber was unterscheidet den Glauben der Siebten-Tags-Adventisten zu der römisch-katholischen oder reformierten Kirche? Zum einen, dass sie am siebten Tag, für sie ist das der Samstag, den Sabbat praktizieren. Und zum anderen glauben sie daran, dass Jesus bald wieder auf die Erde kommt. Aber auch die Lebensweise an sich ist anders. Viele Siebten-Tags-Adventisten leben vegetarisch und verzichten komplett auf Alkohol, Tabak oder andere Drogen. Die Ruhe auf dem Plateau de Dies. Mit der ist es an diesem Samstag vorbei. Das 16. Dessenbergrennen findet in fusionierter Gemeinde statt. Für das empfohlen sie Dutzende Solex, die Töffli mit einem Motor auf dem Vorderrad. 49 Teams aus der Schweiz und aus dem Ausland treten gegeneinander an und kämpfen um einen Platz auf dem Siegerpodest. Was speziell ist, dass wir einfach wieder mehr Teams sind. Jedes Jahr werden wir mehr Teams und dementsprechend vergrößert sich das Ganze. Wir erwarten starken Regen. Wir schauen, wie wir hier durchkommen. Notfallmässig müssten wir das Rennen unterbrechen, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten. Der Regen lässt nicht lange auf sich warten. Aber das ist kein Grund, das Rennen zu stoppen. Auch die Fahrerinnen und Fahrer lassen sich durch den Regen nicht bremsen. Sie wechseln sich während 6 Stunden ab, um so viele Runden wie möglich zu fahren. Solex ist mehr als nur ein Fahrzeug. Es ist eine Leidenschaft für die Fahrerinnen und Fahrer. Der Pascal Delessech, er ist über 70, macht immer noch mit beim Rennen und ist von diesen Töffli fasziniert. Was mir gefällt, ist daran, zu basteln, für das Maximum der Leistungsfähigkeit rauszuholen aus einem Fahrzeug, das die normalerweise gar nicht hätte. Normalement, il n'y a pas de performance. Auf der anderen Seite der Strasse ein weiterer begeisterter Fahrer, der Thomas Eckel. Er und sein Team sind aus Deutschland angereist, um auf dem Plateau de Dies anzutreten. Die Solex ist halt ein Kulturgut, ja, und sieht alles so einfach aus, aber es kann doch sehr kompliziert sein. Ich bin total fasziniert. Von Beruf her mache ich mit Rennen und Sportfahrzeugen, also bei mir ist es das krasse Gegenteil. Die Staffeln laufen weiter und es regnet immer noch. Schlussendlich wird das Rennen wegen einem Gewitter unterbrochen, schiesst 5 Minuten vor dem offiziellen Schluss. Das beste Team gewinnt mit 118 Runden. Das
Das ist das Ende dieser Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen. In unserer Sendung Sport berichten wir ausführlich über den Plus-Sporttag zu Magglingen mit unseren regionalen Teams. Viel Spass beim Weiterschauen.